Wenn du dieses Video anschaust, bist du vermutlich verlassen worden und du möchtest wissen, wie du es schaffen kannst, dass diese eine Person wieder zu dir zurückkommt. Und die gute Nachricht ist, es ist definitiv möglich, dass sich dein Ex wieder in dich verliebt und dich zurücknimmt. Dafür musst du aber einen ganz bestimmten zweistufigen Prozess kennen, mit dem du quasi das Unterbewusstsein deines Ex umprogrammieren kannst. Und wenn du dieses Video bis zum Ende angeschaut hast und wenn du diesen Prozess anwendest, dann kann es auch für dich möglich werden, sodass du mit dem Ex wieder in eine Beziehung kommen kannst. Wir haben viel vor, fangen wir an. Die meisten wissen Folgendes nicht. Man braucht letztlich zwei Stufen, um den Ex zurückzugewinnen. Und beide haben mit Motivation zu tun. Motivation ist wieder Treibstoff, welcher uns Menschen antreibt und inspiriert, gewisse Dinge zu tun oder auch nicht zu tun. Wenn du einen Ex zurück willst, dann steht zunächst alles mal im Zeichen der negativen Motivation oder der Weg von Motivation. Die negative Motivation führt dazu, dass wir Dinge vermeiden, dass wir ausweichen, weglaufen und uns distanzieren. Und überleg mal, wie war das denn bei dir? Hat der Ex Schluss gemacht? Welche Motivation spielt denn für eine Trennung eine Rolle? Weil Trennung heißt ja immer Abstand suchen, auf Distanz gehen, sich von den Beziehungsproblemen und den Trennungsgründen zu entfernen. Das ist alles weg von, das ist die negative Motivation. Und wenn du deinen Ex zurück willst, dann musst du all diese negative Motivation entfernen. Wie das geht, erkläre ich dir gleich noch in diesem Video ganz genau. Insbesondere gibt es da eine ganz spezielle Sache, die die negative Motivation fast ins Unermessliche steigern kann, sodass es schlimmstenfalls dazu führt, dass dich dein Ex ignoriert oder blockiert. Und bevor wir jetzt gleich zur zweiten Motivation kommen, wenn du deinen Ex zurück möchtest, dann empfehle ich dir wirklich, dich an unsere erfolgreiche Strategie zu halten. Am besten von Anfang an. Weil so tust du gleich die richtigen Dinge und treibst den Ex nicht noch weiter weg. Jene Schritte, die dir deinen Ex zurückbringen können, die verrate ich dir komplett kostenlos in meinem Ex-Zurück-Crashkurs. Wenn du also noch nicht dabei bist, dann klick jetzt hier oben hin oder auch auf den Link in der Videobeschreibung, damit du da so schnell wie möglich wieder in den Armen deines Ex liegen kannst. Kommen wir jetzt zur zweiten Motivation. Das ist die positive oder die Hinzu-Motivation. Überlegen wir kurz zu der Zeit, als sich der Ex und du als ihr euch kennengelernt habt. Wahrscheinlich war es so, dass ihr beide euch zueinander extrem hingezogen habt. Dass ihr gefühlt jede freie Minute miteinander verbringen wolltet. Und die gute Nachricht ist, der Ex hat sich schon mal in dich verliebt. Und wenn du es schaffst, diese positive Motivation wieder zu erwecken, dann ist es wohl relativ klar, dass es nur eine Richtung geben kann, oder? Nämlich die Richtung hin zu dir, hin zu einer Beziehung mit dir. Und das geht aber nur, wenn die negative Motivation schwach ist und die positive Motivation wieder gestärkt ist. Was ist es denn, was dazu führt, dass dein Ex Reis ausnimmt? Nach einer Trennung hast du in dir sicher auch dieses grundlegende Bedürfnis, alles so schnell wie möglich wieder ins Lot zu bringen, dich zu erklären und das Ruder rumzureißen, sodass es gar nicht so weit kommen muss, dass ihr getrennt bleibt. Das Problem? All das ist der Treibstoff der negativen Motivation beim Ex. Jedes zusätzliche "Ich vermisse dich" stärkt diese Weg-von-Strebung. Und achte auch darauf, wie du dich auf Social Media präsentierst und vermeide, dass du ständig traurige Bilder postest oder traurige Sprüche postest. Das ist alles wie das Tragen eines Neonzeichens mit der Aufschrift "Bitte nimm mich nicht zurück". Und all das führt dazu, dass der Ex weiterhin wegläuft, schlimmstenfalls sogar wegrennt. Und schlimmer noch, wenn dein Ex mal wirklich so in einer Weg-von-Dynamik drinnen ist, eben weil du vielleicht zu viel geklammert hast, dann ist es umso schwerer, dass er sich dann wieder auf dich einlässt und aus dieser Dynamik ausbricht. Wie bei einer schwarzen Skipiste. Wenn du da weißt, dass es dich da sowieso nur runterwurzeln wird, dann machst du auch einen großen Bogen drum und lässt dich auch nicht von irgendwem dazu überreden, trotzdem runterzufahren. Das heißt, geh nach der Trennung unbedingt selbst auf Abstand. Das ist insbesondere dann noch viel wichtiger, wenn du denkst, dass dein Ex vielleicht eher ein vermeidender Bindungstyp ist oder vielleicht sogar Bindungsängstler ist. Weil Abstand nach der Trennung ist ein wahres Wundermittel. Also trau dich wirklich, in eine Kontaktsperre zu gehen und du wirst überrascht sein, welche Wirkung die auf deinen Ex entfalten kann. Und wenn es darum geht, für einen Ex wieder attraktiv und interessant zu werden, dann hast du sicher auch schon im Internet recherchiert oder Tipps gehört wie "Bring das Äußere auf Vordermann", zum Beispiel mit neuem Gewand, neuem Schmuck, Accessoires oder einer neuen Frisur. Oder "Verfolge deine Hobbys, such dir etwas, was dich wirklich interessiert". Und völlig klar, das macht dich natürlich attraktiver. Denn dein Ex sieht ja, dass du nicht irgendwie traurig in der Ecke verkümmerst, sondern dass du unabhängig bist, dass du stark bist und mit deinem Leben weitermachst, trotz dem Schmerz, den du vielleicht gerade innerlich fühlst. Alle diese Dinge haben aber ein Riesenproblem. Sie setzen in aller Regel viel zu spät an.
Denn es fehlt noch eine zweite negative Motivation, die ganz stark im Ex arbeitet. Denn auch wenn du attraktiver bist, bleibt eine Sache ungelöst, nämlich die Trennungsgründe. Jene Sache also, die deinen Ex dazu gebracht hat, dich zu verlassen, die wird weiterhin im Unterbewusstsein arbeiten und wird deinen Ex daran hindern, sich wieder in dich zu verlieben. Bevor du dich also ausschließlich darauf fokussierst, nur dein Inneres und Äußeres aufzupolieren, hab auch immer die Trennungsgründe im Kopf. Du musst da wirklich chirurgisch vorgehen und herausfinden, was es war, was diese negative Motivation, also dieses Weg von dir und Weg von der Beziehung, was das im Ex geweckt hat. Denn dein Ex hat dich ja mal geliebt. Und wenn du diesen Auslöser für die negative Motivation beseitigst, dann bereitest du auch wieder den Boden dafür, dass sich der Ex wieder in dich verlieben kann. Warum ist das so wichtig? Na, denk mal drüber nach. Wenn du deinem Ex zeigen kannst, dass die Gründe, warum ihr euch damals getrennt habt, warum die nicht mehr existieren oder dass die sogar zu eurem Vorteil umgekehrt wurden, dann gibst du dem Ex ja einen Grund, wieder darüber nachzudenken, dich wieder in sein Leben zu lassen. Es ist wie die Verwandlung einer tristen Bühne in ein glitzerndes Musical. Plötzlich gibt es da eine neue Dynamik, einen frischen Wind und eine Chance auf ein Happy End. Damit bist du also jetzt schon bewaffnet mit den Tools, damit dein Ex nicht mehr von dir wegstrebt. Wir wollen diese negative, aber natürlich in eine positive Motivation verwandeln, sodass sich der Ex wieder in dich verlieben kann und dir eine zweite Chance gibt. Überleg mal, wie oft denkst denn du an die guten Zeiten mit dem Ex zurück? Wenn du dich an die Anfänge eurer Beziehung erinnerst, dann denkst du wahrscheinlich an all die lustigen, aufregenden Dinge, die ihr zusammen gemacht und erlebt habt. Wie wir Menschen uns an die Vergangenheit erinnern, hat einen gewaltigen Einfluss darauf, wie wir bezüglich einer bestimmten Person fühlen. Wenn dein Ex also an eure guten Zeiten miteinander denkt, dann wäre es viel wahrscheinlicher, dass er sich auch wieder für dich interessiert und für eine Beziehung interessiert, nicht wahr? Eine ganz besonders wirkungsvolle Technik, die ich dir auch in meinem kostenlosen Ex-Zurück-Crashkurs zeige, ist die Zeitmaschine der Liebe. Das ist aber schon ein bisschen eine fortgeschrittenere Methode. Mach das also erst, wenn du bis dahin schon in der Strategie alles gut umgesetzt hast. Der Vorteil, du brauchst da nicht irgendwie hoffen, dass sich dein Ex wieder erinnert, sondern du kannst es ganz aktiv anstoßen. Wie? Erinnere dich mal an einen schönen Moment zwischen dir und deinem Ex. Und was ist passiert? Genau, du hast dich an einen schönen Moment erinnert. Dein Hirn hat diesen Auftrag mit erinnere dich an einfach umgesetzt, ohne dass du da groß etwas tun musstest. Und so arbeitet unser Hirn total automatisch und oft ohne, dass wir es beeinflussen können. Und genau das kannst du auch bei deinem Ex ausnutzen. Wenn ihr also gerade mal in einem Chat vertieft seid oder ein Gespräch richtig gut läuft, dann streust du einfach sowas ein wie erinnerst du dich noch an oder weißt du noch als wir damals? Und dann fügst du diesen schönen gemeinsamen Moment hinzu. Und das Hirn von deinem Ex wird gar nicht anders können, als sich an diesen schönen Moment zu erinnern. Und dadurch erinnert sich der Ex aber nicht nur an diesen Moment, sondern auch an die schönen Gefühle von damals. Und das gibt deinem Ex umso mehr Gelegenheit, dich und das, was ihr gemeinsam hattet, zu vermissen. Und zack, bist du schon wieder einen Schritt näher an der Beziehung. Wie gesagt, das passiert vollautomatisch, ohne dass dein Ex dir hier widerstehen kann. Quasi wie eine Fernsteuerung für die Gefühle von deinem Ex. Und vielleicht denkst du dir jetzt, naja, das ist ja schon ziemlich cool, das probiere ich gleich aus. Aber gibt es da nicht vielleicht noch mehr Techniken, mit denen du quasi die Gedanken deines Ex lenken kannst? Und natürlich gibt es die. Drei davon zeige ich dir in dem Video hier neben mir. Das ist eines meiner meistgesehenen Videos hier im Kanal und nach wie vor brandaktuell. Und wenn du schon den nächsten Schritt machen möchtest, dann zeige ich dir im Video unter mir, was es mit den Liebesfragen auf sich hat. Dann tschüss, Baba und bis gleich.